Neustadt im Pflege und in Brandenburg im Harz. Ich kann auch Steilstrecken fahren im Harz, sowie in den schönen Thüringer Wald. 95027 ist die einzig erhaltene gebliebene betriebsfähige Dampflok dieser Bauart. Sie sehen die Maschine im Betriebszustand, also nicht auf Hochglanz, so wie es war im täglichen Alltag im Dampflokbetrieb. Machen Sie noch mal ein schönes Bild, denn heute Abend verlassen uns die Gaslokomotiven. Und hoffentlich sehen wir Sie dann in ein paar Jahren mal wieder hier im Eisenbahnmuseum Halle an der Saale. Meister Gladmiger, Jellis auf seiner Lok, BW Anstatt historisch im schönen Thüringer Anstatt ist die Lok stationiert. Sie wird dort gehegt, gepflegt, instand gesetzt, Kohle, Wasser abölt, bis alles läuft, bis sie dann über den Thüringer Wald, Ilmenau-Rottenbach fahren kann oder hier Blankenburg in unseren schönen Ostvorland. Auch Sie können die Harzer Berge erklimmen. Steil, Streckenblock, Baureihe 95. Durch Ihre großen Zylinder hatte sie eine wirklich tolle Leistung. Als kohlegefeuerte Maschine, voll funktionsbetriebsfähig erhalten geblieben.